Willkommen zurück zu Donkey Kong 64, Folge 53. Und wir haben jetzt das Klettern ein bisschen geübt und versuchen jetzt auch gleich auf die Dinge zu klettern, auf die wir letztes Mal nicht klettern konnten. Ja, wir haben das gerade zwischen den beiden Folgen, also zwischen der letzten und der jetzigen, nochmal gerade geübt. Du kannst dich nochmal bei dem Typen heilen, mit Mugge. Hinter dir, genau. Haben wir auch gerade noch mal rausgekriegt, man kann die Viecher ja auch mit Musik killen. Brauchen gar nicht diese Granaten. Die Metallkrokodile sind das. Richtig. Ja, und wir haben noch mal ein bisschen geübt. Da hinten liegt auch noch mal eine. Kannst du noch mal alle drei einsammeln, wenn du dich beeilst. Pass auf das Paket auf, das kommt gleich. Jetzt. Sehr gut. Ah, schade. Zu knapp. Naja. Und zwar haben wir das noch mal ein bisschen geübt mit dem Klettern und so. Und jetzt sollte das halbwegs klappen. Natürlich kann man da immer noch mal runterfallen. Ist jetzt nicht so, dass das super einfach werden muss. Ah ne, den Schalter muss ja gar nicht drücken. Den haben wir ja schon. Ja. Timo fängt jetzt an mit Tiny. Und eben hat er die Kletterpartie auf jeden Fall schon mal einmal geschafft. Was in dem Bonusfass allerdings für ein Minispiel auf uns wartet, das haben wir uns noch nicht angeguckt. Da sind wir immer noch gespannt. Und ihr hoffentlich auch. Obwohl, vielleicht kennen das ja von euch auch einige oder alle schon. Ihr seht, Timo hat's drauf mit der Steuerung jetzt, gar kein Problem mehr. Ja, ist immer noch so ein bisschen, ist ein Pokerspiel. Aber ist ein bisschen bessere. Seht ihr gleich. Ich meine, jetzt schaffe ich es ja sofort darüber. Ja, es ist natürlich nach wie vor nicht so einfach. Aber wir haben es auf jeden Fall schon mal geschafft einmal und wollten jetzt aber auch nicht irgendwie 2 Stunden hier nochmal das Klettern üben. Auch wenn es vielleicht ganz cool gewesen wäre, wenn wir dann einfach gesagt hätten, so bam 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 bam, zack, läuft ganz easy. Aber das wäre ein bisschen zu viel gewesen. Ja, hier ist das mit der Kamera das Problem hauptsächlich, dass du dann beim Laufen irgendwie dreht die Kamera sich automatisch ein Stück und dann musst du halt gegenlenken. Und wenn man da hektisch in irgendeine Richtung drückt, dann läuft man halt sofort runter von dem Laufband. Also nicht ganz so einfach. Ja, hier muss man die Kamera versuchen mitzujustieren oder man lässt es und läuft dann einfach ins Bild rein. Irgendwann, weil es ja hier so kreisrund ist, so ein bisschen. Hui, das hat gerade ganz gut geklappt. Hätte ich jetzt nicht erwartet. So, jetzt kommt der spannende Moment. Genau, und da wollen wir rüber. Das haben wir bis jetzt noch nicht geschafft. Aber mit diesem neuen Sprung von Tiny, den ihr gleich sehen werdet, ist das gar kein Problem. Hoffentlich. Rüber! Ich habe so weit nach links gedrückt, wie ich konnte. Es hat einfach alles nichts gebracht. Hättest du noch mal ein bisschen nach vorne oder so gedrückt? Also nicht, ich sah gerade so aus zumindest, als wärst du irgendwie in die Wand gesprungen. Autsch. Au. Wo ist denn die 4? Ja, hier weiter durch. Ja, also oder? Fandst du nicht? Sah gerade so aus, als wärst du in die Wand gesprungen. Ja, ne? Also ist also klar. Irgendwie dann noch von der Wand halt auch ein bisschen weglenken. Matsch. Aber gar kein Problem, wir können jetzt einfach Musik machen und holen uns mal 2 Melonenviertel. Die sollten hier jetzt rumliegen. Ungefähr da. Da kommen sie doch schon. Und blub. Blub. Dankeschön. Wir bedanken uns und weiter geht's. Wir bedanken uns. Für die edle Spende. Danke, liebes aufgezogenes Roboterkrokodil. Genau. Mit Melonenscheiben drinne. Drinne. Drinne eingebaut. Drinne. Drinne bei. Ja, hier kann man nach, wenn man da so links rüber springt, dann drückt man einfach mal nach links, dann springt er weit, manchmal kurz und wir sind da noch nicht ganz so einig, wie das nun funktioniert. Mit Lanky kann ich das jetzt richtig gut hier, diese Passage. Möchte ich nur mal anmerken. Stimmt. Also freut euch schon mal drauf, wenn Timo hier das Ding fertig hat, dann mache ich das mit Lanky. Zack, 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 boom, fertig. Jo, oh. Das war wieder die weite Version. Ja. Oh, oh. Aber du hast es ja nochmal gut gemeistert. Ja, ich muss jetzt erstmal die Kamera wieder korrigieren, die ist nämlich, während ich gesprungen bin, gleich hat sich mit verschoben. Ja, Lucky Two ist hier nicht ganz so cool drauf, ne? Also der Kameramann. Ich nenne ihn einfach mal Lucky Two.
in Anlehnung an Mario 64, wo auch immer ein Kameramann mitgeflogen ist, der hieß Lucky Tour. So, meine Damen und Herren, schauen Sie sich doch jetzt noch einmal das Turmspringen an. Es ist ganz schrecklich. Sieht so aus, als hätten wir gar nicht geübt, aber wir haben tatsächlich uns hingesetzt und das geübt, damit das jetzt klappt. An der aber Klippe für Sie, Tiny Kong, was wird sie uns heute für einen Sprung präsentieren? Oh, sie ist gar nicht abgesprungen, sie will noch ein bisschen höher hinaus. Schauen wir mal, ob sie das noch hinkriegt. Hoffentlich ist sie trotzdem bereit, einen Salto oder eine Schraube zu präsentieren, falls sie nicht weit genug kommt. Oh, sie hat es nochmal eine Etage weiter geschafft. Hier muss sie jetzt allerdings über Laufbänder laufen, um zur nächsten Etappe zu kommen. Das sollte machbar sein, aber wir wissen ja, das ist nicht ganz so einfach. Allerdings gibt es auch nicht so böse Fallen wie bei Takeshis Castle oder ähnlichem, wo noch einmal irgendwie die Wand aufklappt und einfach runterhaut. Kennst du das? Ja, das kenne ich. Das ist so fies. Man läuft da einfach lang und dann klappt die Wand raus und man kann nichts machen. So, jetzt nochmal ganz kurz Konzentration. Ja, du musst dich konzentrieren, ich laber irgendwie. Wunderbar, ja. Ihr kennt das ja schon. So, jetzt nicht in die Wand rein. Jetzt ganz normal weiter. Ich drück dir mal die Daumen. Ja, das sieht gut aus. Jawohl! Oh. Und ab ins Fässchen. Jetzt bin ich mal gespannt, was uns hier erwartet. Was kommt hier? Oh, das kennen wir schon. Bananenballerei. Ja, wir müssen nur auf die Bananen schießen. Die Melonen können wir in der Mitte aufladen und du musst 10-mal treffen, die Banane. Und wir kennen das schon aus irgendeiner Folge, das geht ziemlich schnell mit der Zeit rum. Oh, du hast gerade nicht getroffen, glaube ich. Ja. Ja, also es könnte schon sein, dass wir das jetzt verkackt haben, weil wir den ersten Treffer nicht gelandet haben. Aber hilft nichts. Ja, und man darf nicht die Kongs abschießen, die sich da auch gerade so in Abwehrhaltung immer hinstellen. Aber im Moment machst du das ja ganz gut, du hast bloß die erste verpasst, ne? Sonst. Aber es müsste noch klappen können. Zwei Stück brauchst du jetzt noch, das muss ja locker noch klappen. War das nicht letztes Mal deutlich knapper? Ja, das war letztes Mal richtig knapp. Na gut. Ja, Glückwunsch, war doch noch zu schaffen. Relativ einfach sogar, glaube ich. Na, wie und viele damit Bananen ist Tiny fertig, oder? Jo, wir sind fertig. Zumindest mit den goldenen Bananen. Es gibt, glaube ich, noch ein bisschen was zu sammeln. Ich guck mal ganz kurz. Ja, 15 Bananen kannst du noch sammeln und dann hast du hier alles mit Tiny fertig. Jo. Oder? Jo. Hier sehe ich da. Vielleicht gibt es noch Münzen, das... Ja, hier müssten noch Münzen sein, oder? Also da ist noch was für Lenky und da sind noch Münzen. Genau, die Münzen. Da so um die Ecke. Oh, ja, probier mal den geilen Propellersprung nochmal aus, ob du damit dahin kommst. Den üben wir nochmal, ne? Weil eben, also du hast ja damit schon eine richtig große Distanz auch überwinden können. Ich kann ja auch wunderbar in der Luft noch die Richtung ändern. Ich habe eben nochmal ein bisschen nachkorrigiert. Bin weiter an die Wand ran und das hat super geklappt. Also echt toller Sprung hier von Tiny. Lohnt sich, wenn man den beherrscht. Schau dich nochmal um hier, ob hier noch irgendwo Bananen rumliegen für Tiny. Von oben hat man ja immer mal eine ganz gute Übersicht. Ich glaube, hier gerade direkt unter dir war was. Wenn ich das gerade in Kamera-Switch richtig gesehen habe. Vielleicht irre ich mich, aber auch guck nochmal runter. Aus der Ego-Perspektive. Ah, nee, sieht doch nicht so aus. Oh, da muss ich hin. Das ist der Didi-Schalter. Oh ja, da ist der Didi-Schalter. Oh, und da muss ich mit Lanky hin. Aber man kann hier leider nicht wechseln und einfach runterhübeln. Man muss dann leider den harten Weg nochmal nehmen. Ja, da hinten ist das Fass, ne? Ja, dann eier da doch mal hin. Gar kein Vielleicht Problem. Schaffen wir das diese Folge noch mit Lanky die Banane einzusammeln. Das heißt wir, ich. Verkackt. Dumm. Pass auf, Paket. Wenn ich da vorbeilaufe, da kommen keine Pakete. Jo, dann übergebe ich mal den Controller an Alex. Und viel Glück. Dann übergebe ich mal die Kontrolle an Lanky. Oh yeah, hallo Lanky. So, jetzt habe ich ja hier prophezeit, dass ich hier der Meister bin. Sieht man auch schon. Zack. Mal eins. Nee.
Okay, die Kamera habe ich nicht so drauf. Timo, wolltest du mir nicht den Controller geben? Ja, ich gebe ihn dir gleich. Ich probiere es halt sonst jetzt gerade nochmal selbst mit Lenky. Komm, einmal darf ich doch, oder? Das stimmt natürlich nicht. Das habe ich gerade einfach mal grandios verkackt, zweimal hintereinander. Ja, ist schon Alex, der jetzt spielt. Bringt aber trotzdem nichts. Fallen wir trotzdem wieder runter einmal. Erstmal Posaune spielen, das ist immer gut in die eine gute Idee. Ja, ich brauche erstmal ein bisschen mehr Musik und Energie. Ah, ich habe ja jetzt aber auch schon wieder eine Viertelstunde nicht gespielt. Bin doch schon wieder raus. Ich dachte, ich hätte das noch drauf, aber jetzt mit so einem verschwitzten Controller hier alles anders auf einmal. Entschuldigung. War nicht böse gemeint. Jo, easy going. Komm runter. Das war geplant. So, hier wäre ja auch ein Wechselfass gewesen, ne? Hättest du alles machen können. So, diese Rollen hier, die halten zwischendurch mal an. Ihr seht das jetzt gerade. Und dann kann man da ganz gechillt überlaufen, theoretisch. Oh, wo bin ich denn jetzt gelandet? Ja, okay, das mit den Rollen habe ich noch nicht so ganz raus. Da sind noch lila Bananen. Oh ja. Okay. Geronimo! Ah, ich schaffe das mit den Rollen noch. Pass auf, Paket. Klatsche. So, schön. Ja, also über die Rolle kann man dann eigentlich rüber und dann über die andere und dann ist man auch schon fertig. Und das ist total einfach eigentlich. Man muss es nur mal machen. Einfach mal machen. Oh, ach ja, Mensch. So. Habt ihr gesehen? Ne? Wie einfach das ist. Der Meisterkletterer. Sehen wir auch gleich noch. Man muss es nur drauf haben. So, hier war das doch... Ah ne, das... So, das Fiese ist, wenn man hier rüber ist, ist man immer noch nicht bei der Banane. Okay, bei Tiny muss man auch noch ein ganzes Stück weiter, das stimmt. Diesmal werden die gleichzeitig langsam, das ist sehr praktisch. Du machst das. Oh nein, was springt er denn da jetzt vorbei? Oh, wo bin ich jetzt? Ach so, hier ist der Lenk. Ich glaube, es ist am besten, wenn du zu viel gehst, ne? Ja, ich glaube auch. Ich zeige euch nochmal, wie einfach das hier ist. So einfach ist das hier. Verkehrt, verkehrt, verkehrt. Oder? Nein, die war richtig. Paket. Komm. Ja, wusste ich nämlich, dass das gleich kommt. Ach man, ich müsste nur da sein. Ich muss nicht mal ein Minispiel machen für die Banane. Ne, das zeigt einem schon, dass die Kletterpartie mit Lanky auch viel schwieriger ist. Weil wenn man die fertig hat, kriegt man dann einfach eine Banane als Belohnung. Und mit Tiny muss man dann, weil das so einfach ist, das Klettern, muss man dann noch ein Minispiel machen. Genau. Ist natürlich auch wieder Quatsch. Also ja, wollt ihr jetzt, was ist das denn jetzt hier, fahren die gleichzeitig auf und ab, ey. Fiese Plattform. So, Plattform wieder geschafft beim ersten Versuch. Jetzt muss ich aber auch hier mal die Rollen schaffen. Wir können uns nochmal hinsetzen zwischen den Folgen und nochmal extra nur die Rollen machen. So wie wir nur die Plattform gemacht haben, damit das irgendwie auch klappt. Hast du das gerade gesehen? Die waren gerade beide still. Ja, hab ich gesehen. Aber ich habe mich nicht getraut loszulaufen, weil ich nicht zu langsam gewesen wäre. Man kann natürlich auch einfach laufen, während die noch rollen, die Rollen. Aber ja, das ist natürlich viel einfacher. So, hier sieht man schon, Timo darf das alles auch nochmal spielen. Und hier muss man ganz vorsichtig sein. Hier ist nämlich eine Lücke und da unten sind die letzten 10 Bananen für Tiny, oder? Ja, aber die sind hinter der Glasscheibe, denke ich. Sieht so aus, ja. Mhm. Oh, und was sehen wir denn da? Das ist der... Hier und der Bananenman, der die Blaupause für Donkey Kong hat. Okay, jetzt muss ich das hier einfach schaffen. Kamera hinter Lanky, bitte. Zap! So, und jetzt muss man hier hochlaufen, da sieht man die Banane schon. Jo, das sind die letzten 20 blauen Bananen und die letzte goldene, ne? Dann bist du auch komplett durch mit Lenky. Wirklich? Sind das auch die letzten Bananen für ihn? Ich glaube, das sind die letzten. Du bist gerade bei 80 jetzt. Kann man... Oh, wenn mich das erwischt hätte, ey. Oh. Ist ja schon ein bisschen gemein, ja.
Kamera bitte hinter Lenky! Alex versucht gerade mit Gewalt die Kamera hinter Lenky zu bringen. Also falls das ein bisschen komisch aussieht, wie er klettert, das sieht auch am Controller ein bisschen komisch aus. Sieht so ein bisschen aus, als würde ich den Analogstick massieren. Ganz sanft natürlich. So, okay. Oh nein, ich fall gleich runter. Ich merke schon, wie Lenky schwitzige Hände kriegt. Oder bin ich das? Kamera hinter Lenky. 1, 2, 3. Okay. Yes. Waren das auch die 100. blauen Bananen? Ich habe das jetzt gar nicht gesehen. Guck nochmal nach. 100. Lenky ist komplett fertig mit diesem Level. Blaupause ist abgegeben. Alles eingesammelt. Damit bin ich der Erste, der alles fertig hat in diesem Level. Natürlich, du bist der Tollste und Schönste. Verbeuge mich einmal kurz hier. Leute, wenn ihr Autogramme wollt, ne? Ne. Habt ihr Pech. So. Ja, würde ich sagen, machst du in der nächsten Folge mit Didi weiter. Jupp. Alles klar. Dann, was soll der Geiz? Ne? Ich dachte, ich schaff's jetzt mal ohne Schaden hier dran. Ja, dann, ja, hoffe ich, dass das diese Folge schöner war als letzte Folge. Wir haben ja tatsächlich die Bananen noch gekriegt, die wir versprochen hatten. Und in der nächsten Folge macht Didi dann weiter. Und vielleicht schaffen wir mit Donkey auch nochmal was. Bis dahin. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.